Jetzt bin ich in einem anderen. Jetzt bin ich wieder in dem hier. Bin ich wieder in einem anderen. Jetzt bin ich wieder in dem hier. Jetzt bin ich wieder in einem anderen. Jetzt bin ich wahrscheinlich wieder in einem anderen. Jetzt bin ich wieder im ersten. Bin ich in einem anderen? Bin ich wieder in einem anderen? Bin ich wieder im ersten? Also der Teleporter ist falsch. Wieder im ersten. Das war auch falsch. Wieder im ersten. Nicht im ersten. Nicht im ersten. Im ersten. Moment, ist das so ein Spielchen, wenn ich... Ich glaube, ich hab's langsam raus, was das für ein Spiel sein soll. Also ich kann in den reinspringen und dann in den. Das war schon richtig. Dann in den. Nein. Erst in den. 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 Nein. Auch falsch. Okay. Den zweimal zu benutzen ist schon mal falsch. Dann lande ich immer wieder hier, wenn ich den nochmal benutze, oder? Ja. Bei den anderen genauso. Das ist okay. Ja. Das ist auch okay. Gut, der könnte mich jetzt auf der Stelle potten. Da und da. Das könnte mich auch auf der Stelle potten. Da bin ich auch wieder da. Das muss ich wahrscheinlich mit Papier und Stift machen, außer ich sehe hier irgendeinen Hinweis, welches der richtige Weg ist. Okay, ich mache das mal folgendermaßen. Ich nummeriere die durch. Also der da ist 1. Der da ist 2. Der da hinter mir ist 3. Und da letztes 4. So, wenn ich in die 4 reingehe, lande ich schon mal zurück. Also ist 4 falsch. Gut, versuchen wir erst in die 1. So, 1. Dann nochmal in die 1. Bringt mich zurück. Also 1, 1 ist falsch. 1, 2, bring mich schon mal irgendwo hin, nochmal in die 2,
Bring mir wahrscheinlich immer an dieselbe Stelle zurück, wenn ich in den Teleporter reinspringe, in dem ich schon mal war. I'm sick and tired of these games. Someone's going to pay. Nicht ganz. Okay, jetzt muss ich mich wieder orientieren. Ja, ich stehe richtig. So. Hä? Sag bloß, die Kombination ändert sich. Wenn ich neu laden tue. Also ne, mit dem Papier komme ich auch nicht voran. Und ich habe den super Fehler gemacht. Ich habe gespeichert, während ich hier drin bin. Da wären Röhren. Die einen zeigen nach oben, die anderen nach unten. Die anderen haben keine Röhren. Das war jetzt aber nur eine Fehlvermutung, weil hier sind überall Röhren. Kann echt nicht sagen, in welchem Raum ich gerade bin. Nummerierung wäre echt nicht schlecht. Möglichkeit 1, ich rissel hier jetzt noch die 8 Minuten, die es ungefähr sind, rum. Möglichkeit 2, ich mach kurz Pause und guck nach der Lösung. Ich glaube, ich gucke nach der Lösung. Also, bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Ich habe mir den wichtigsten Hinweis geholt. Da oben steht die Raumnummer. Also, wir sind jetzt in Raum D. Jetzt sind wir in Raum E schon. Okay. Und wir sind draußen. Das ging jetzt einfach. Okay, ich habe so ein gutes Gefühl, wenn ich hier drauf trete. Kann ich da was drauf legen? Jo, macht nur nix. Golem. Leerer Raum. Taumaturg.
Okay. Taumaturg ist weg. Oh. Ein Halluzinationstaumaturg. Das ist nicht so schön. Au. Oh, der zieht mich ran. Au. Au. Das könnte wehtun. Oh, das könnte... Tut so weh. Hm. Du stirbst schnell. Du stirbst auch ganz schnell. Gut. Ein Repair-Pack aus dem Phantom. Das nehme ich gerne. Au, ich sollte abhauen. Kann ich nicht? Er lässt mich nicht abhauen. Uff. Ich sollte erst gucken, was sich hier sonst noch rumtreibt. Bevor ich mich mit den beiden anlege. So. Okay, welcher von beiden bist du? Du siehst wie der aus der... Ups. Jetzt darf ich den ganzen Schwur nochmal machen. Oh nein. So, du bist tot. Du bist auch tot, bevor du zu viel Schaden anrichtest. Das nenne ich mal Schadensverursachung. Okay, das ist der Teleportierende. Thank you.
Okay. Ich sollte gucken, dass ich die Illusion wegkriege. Und dann den Teleporter Golem. Bist du der Teleporter? Ja. Okay. Au. So, der ist weg. Fehlt nur noch der, da wollte ich gerade sagen. So. Edge. Da steht er ungünstig. Ja, da steht er besser. So. Edge. So, ich hau mir mein Repair Pack rein. Und hau weiter auf ihn drauf. So. Ich schieße am besten ein bisschen auf ihn, so. Puh. Das ist sehr viel Munition. Und ja, jetzt gucke ich mich erstmal quicksave, dass ich nicht irgendwo aus Versehen runterfalle und den ganzen Schmur nochmal machen muss. Ah, da ist der Elite Discharger. Jetzt haben wir alles auf Elite. Earths. Splitter. Blunt Weapon. Gut. Ich würde sagen, ich klappe hier noch das Zeug ab. Na, sehr viele Repair Packs. Also ja, hier war ich gerade. Genau. Da bin ich. Da ist der Teleporter raus. Da war ich auch gerade drin. Hier hatte ich die Druckplatte ausgelöst. Da ist nichts. Sophie's Teddybär. One of. Eins der sehr wenigen Spielsachen, die im Arx Vaporum gefunden werden können. Ja. Wow, ich habe jetzt einen vollen Stack Munition. Ach du meine Güte. Da ist nichts mehr drin. Da ist auch nichts drin. Da auch nicht. So. Das hören wir uns in der nächsten Folge an. Ich will erstmal mir noch schnell die beiden Secrets holen. Combat Tech Resistance. Oh ja, das ist auf jeden Fall besser. Das nehmen wir auch mit.
Okay, wie komme ich hier bitte wieder raus dann? Und ja, ich überziehe gerade schon ein bisschen, aber das ist nicht so wichtig. Ah, so komme ich raus. Und dann noch kurz im Markus-Büro. Das letzte Sieg wird abstauben. Munition. Und Rikes Karabiner. When in your hands, this gun cannot miss. Ah. Colonel Markus Rikes, honored with marksmanship skills with this weapon to master level during the island force against. Bla bla bla. Das ist eine saugeile Waffe. Ich hätte wirklich auf Rifle gehen sollen. Hm. Oh, here you are. My precious. Let's see if I still remember how to use you right. Gut. Ich würde sagen, an dieser Stelle speichere ich. LP 013. Und dann sehen wir uns gleich wieder.